Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz. Denn erkennen ist krasser als tun. Letzter Samstag im Monat. Und heute reden der Jan und ich, Yvonne, reden Yvonne und ich über Gewohnheiten und über Dinge, über die wir uns so schnell gewöhnen, wie zum Beispiel so eine Einleitung in einen Podcast. Ich sag mal guten Tag aus der Mitte von Deutschland. Hallo Jan, schön dich zu sehen und ja, ich musste sehr an mich halten, nicht gleich wieder meinen gewohnten Satz von mir zu geben. Und gleichzeitig haben wir gesagt, hey, man darf auch mal seine Gewohnheiten hinterfragen, so im Sinne von, ist es wirklich sinnvoll, das so zu tun oder gibt es nicht auch eine andere Variante? Und ich finde, du hast das zauberhaft gemacht. Dankeschön. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Die Natur hat uns etwas gegeben, dass wir uns an etwas gewöhnen, Umstände, Glaubenssätze, was auch immer, ja, dass wir uns daran gewöhnen, weil das unser Leben natürlich total vereinfacht. Ich sag mal Folgendes. Also, wir haben uns daran gewöhnt, dass wenn wir in ein Auto steigen und die Älteren kennen das noch, so den Zündschlüssel reinstecken und den Motor laufen lassen, dann, dass der Motor anspringt. Denn kannst ja mit den Menschen mal beobachten, wenn so ein Motor dann nicht anspringt, wie sie reagieren. Ja, daran haben wir uns gewöhnt. Und hätten wir uns dann nicht dran gewöhnt, müssten wir nämlich vor jedem Start des Autos losgehen, den Motor ausbauen, alles überprüfen und du wirst jetzt schmunzeln oder lachen. Nee, das ist genau so gemeint, wie ich das sage. Jedes Rädchen unter die Lupe nehmen, neu einölen und wieder zusammenbauen, damit du sicher bist, dass dieser Motor startet. So ist deine Gewohnheit. Und warum bringe ich das mit dem Auto und dem Motor? Weil das so schön surreal ist. Ja, weil beim Postboten, dass der um 13 Uhr schellt, da kann was dazwischen kommen, bei so einem Auto eben nicht. So, daran haben wir uns gewöhnt und das macht unser Leben total einfach. Ich habe mich daran gewöhnt, dass wenn ich frisches Kaffeepulver in eine Kaffeemaschine tue, an der ich vorher das Wasser aufgefüllt habe, ja, ich habe keinen Vollautomaten, ich lehne auch Vollautomaten übrigens ab, ich da und den Knopf anmache und der Strom läuft und siehst, wie viel wenn, ja, dann habe ich frischen Kaffee. Und die meisten Leute drücken einfach am Knopf dann, ne, und haben sich daran gewöhnt, dass da was kommt. Ja, und auf der einen Seite ist Gewohnheit im Sinne von Ritual etwas ganz Schönes. Also ja. So dieses, wenn du also morgens aufstehst und dir die Zeit nimmst, was weiß ich, ein bisschen Yoga zu machen, ein bisschen zu meditieren, einen gesunden Smoothie zu trinken, danach vielleicht einen leckeren Kaffee und dann ganz entspannt den Tag zu beginnen, kann das was sehr Schönes sein. Auf der anderen Seite kann einen das aber auch mega Stress verursachen, weil du diesen Druck spürst, es immer machen zu müssen, weil es ist ja jetzt dein Ritual und es muss eben einfach sein und wird nicht mehr hinterfragt. Und ich glaube, da gibt es also ganz, ganz viele Punkte, die man sich einfach mal angucken kann. A, wie entstehen Gewohnheiten? B, wofür sind sie gut? Und C, wann sollten sie einfach auch mal hinterfragt und vielleicht verändert werden? Und D übrigens, wann generiere ich Gewohnheiten bei anderen? Denn wir reden ja hier auch über Achtsamkeit und wir reden auch darüber, was sage ich jemandem anders und was löse ich da aus? Denn da denken auch die viele, viele Menschen, auch Ärzte, nicht drüber nach. Das scheint, als ob du da gerade ein Erlebnis hattest, was du gerne mit uns teilen möchtest. Ja, aber nur ein kurzes Erlebnis, weil das ist nicht das, das Hauptthema hier heute. Ne? Es gab einen Arzt, der einer Frau, die eine Nacken-OP hatte, gesagt hat, sie dürfen ihren Hals oder ihren Kopf jetzt nicht drehen. Ja? Er hat ihr aber keinen Zeitrahmen genannt. Er hat einfach gesagt, sie dürfen jetzt ihren Kopf nicht mehr drehen. Das war vor 10 Jahren. Oh. Jetzt kann sie es tatsächlich nicht mehr, weil die gesamte Muskulatur im Arsch ist. Ja. Und sie hat 10 Jahre lang ihren Kopf nicht mehr gedreht. Jetzt mögen einige Menschen da draußen sitzen und sagen, ja, das kann mir ja nie passieren. Und ich sage dir eins,
Lass uns mal über ein paar Glaubenssätze von dir reden. Ja, Leben muss hart sein. Ohne Fleiß kein Preis. Ich werde nie die Richtige finden. Und ich sage dir eins, du drehst auch seit 10 Jahren nicht deinen Kopf. Das kann ich dir sagen. Und dann erwarte nicht, dass die Muskulatur, wenn du so einen Podcast hörst, sofort da ist und du wieder deinen Kopf drehen kannst. Abstraktes Denken, das ist ja so meine Sache, dass ich die Menschen immer darauf aufmerksam mache, dass Kopfdrehen und selber denken völlig das Gleiche ist. Mhm. Hast du gerade so was ganz Schönes gesagt, nämlich diese Glaubenssätze, die wir irgendwie alle ja aus unserer Kindheit übernommen haben. Ne? Das Leben ist schwer, ich bin nichts wert, ohne Fleiß keinen Preis. Und das Spannende an der Sache ist, dass diese Glaubenssätze, die wir haben, zum Beispiel dieses ich bin nichts wert, auch immer gekoppelt ist mit einer Emotion. Weil ich bin nichts wert, ist Scham dahinter. Und dann kann das also wirklich sein, dass du eben immer in dieser Schamrolle bist, weil du ja glaubst, du bist nichts wert. Oder dieses ohne Fleiß keinen Preis bedeutet, ich muss immer stark sein. Ich muss immer perfekt sein. Ich muss immer leisten, leisten, leisten. Und das, was du sagst, ne? Und wenn wir es nicht anfangen zu hinterfragen, werden wir da auf Sicht in eine Abwärtsspirale kommen, weil wir diesem Druck, den wir uns selber machen, irgendwann nicht mehr gewachsen sind. Du, ganz im Ernst, und das ist harte Arbeit, das ist wirklich Muskeltraining und das ist wie eine Reha gehen. Ich habe da gerade eben eine kleine Podcast-Folge im Krankenhaus, Reha 1, Reha 2, die ich einspreche. Und weil so eine Reha ist tatsächlich ein tolles Beispiel auch zum Thema Coaching. Ich habe einen Klienten, den habe ich jetzt schon ein bisschen länger, begleite ihn ein bisschen länger, immer mal wieder. Und er hat ein großes Problem, er ist hochsensibel und glaubt nicht unbedingt immer an sich. Der hat eine Firma gewechselt, hat eine gute Stellung, hat 2 Kinder, eine glückliche Beziehung. Ja, alles toll aufgebaut. Aber jedes Mal, jetzt eine neue Stelle, überlegt er sich, was kann alles schiefgehen? Ja, die Leute mögen mich nicht, ich kann da nicht performen und so weiter. Also diese Angst, diese Ego-Angst, dieser Ego-Mist, der uns da kaputt macht. Obwohl er alles vor sich hat. Der geht in eine schöne Wohnung, der küsst eine schöne Frau, der nimmt 2 wunderbare Kinder in den Arm. Ja, alles, was Erfolg war, war für ihn kein Erfolg oder ist für ihn kein Erfolg. Sondern das darf er sich immer wieder vor Augen führen, dass das Erfolg ist. Und daran gewöhnen wir uns nämlich auch. Alles, woran wir oder was wir gut können, da gewöhnen wir uns dran. Und dann sagen alle, ja, das ist ja kein Thema. Das können andere auch. Also sobald du sowas sagst, ne, sobald du sowas denkst, dass das können andere auch, bist du im Bullshit-Bingo der Gewohnheiten und ziehst dich runter. Ganz im Ernst, mittendrin. Mhm. Absolut. Das ist so, ich habe da jetzt auch gerade so 2, 3 Klientinnen, spannenderweise sind das alles Frauen, im Kopf, denen ich immer mal wieder spiegle, was ich bei ihnen wahrnehme, was sie besser können als andere. Und genau das, was du sagst, ne, die Antwort darauf ist, das ist doch normal, das kann doch jeder. Und das Schöne ist, wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, dass dir der mal spiegelt und sagt, nee, das macht nicht jeder so wie du, da bist du ganz besonders. Und solange man aber da in seinem eigenen Hamsterrad ist und da eben niemand von außen mal reflektiert, wirst du einfach glauben, das ist normal. Ja, das ist deine Normalität, aber noch lange nicht die Normalität der anderen da draußen. Und ich kann dir sagen, Coaches kriegen davon graue Haare. Ja, ganz im Ernst, ich hatte mal so eine Frisur, wenn du Bilder von mir siehst, jetzt vergleichst halt mal ein Bild von Atze Schröder daneben, dann weißt du, ne, als ich mit dem Coaching angefangen hatte, hatte ich so einen Busch Haare auf dem Kopf. Und nur durch dieses, ja, das kann doch jeder, ist alles weg. Ich will nur sagen, ne, auch als Coach hat man Nebenwirkungen des Coachings. Also es ist nicht alles gesund, was wir machen. Wobei ich finde, deine Frisur steht dir. Ach ja, 3 Millimeter. Nein, ist gar nicht, sind 6. Nee, sind 12. Ach, ist auch egal. Ja, aber das ist zum Beispiel, wenn wir über Achtsamkeit reden, der Gedanke zu sagen, allein überleg mal, wie intelligent das ist, zu sagen, sich in eine Rolle zu spielen und sagen, das kann doch jeder. Und jetzt kommen alle, braucht ihr mir nicht ankommen mit, ich bin bodenständig oder ich bin nicht überheblich, ja,
Ja, du bist ein totaler Reinfall für dich selber, kann ich dir sagen. Wenn du nämlich sagst, ich bin bodenständig, wenn ich mich in eine Reihe mit anderen reinstelle und mich nicht hervorhebe, dann bist du natürlich nichts Besonderes. Und dann kannst du dir übrigens auch diese ganzen Kacheln und Wandkacheln und sowas mit, du bist besonders, dein Leben ist wertvoll und sowas, kannst du ja alles sparen. Glaubst du nämlich nicht dran. Ja, das ist, dann bist du einfach nichts. Dann bist du, ja, dann bist du wie so ein Pflasterstein auf der Straße. Können alle drauf rumtreten. Ja, siehst genauso grau aus wie alle anderen, bist nichts Besonderes. Ja, weil, und das ist dieses Spannende daran, ne, in dem Moment, wo wir an diesem Glaubenssatz auch eine Emotion hängen, kommen wir da nicht mehr raus. Und die einzige Chance, tatsächlich etwas zu verändern, ist in dem Moment nicht das Alte aufzulösen, sondern was Neues draufzusetzen. Also eine Und vor schlechte allem, Gewohnheit löst du dann, wenn du mit einer guten Gewohnheit, wenn du eine gute Gewohnheit draufsetzt. Also angenommen, du isst immer, was weiß ich, abends vorm Fernseher Kartoffelchips, dann nützt es jetzt nichts mehr, zukünftig keine Kartoffelchips mehr zu essen, sondern es nützt eher was, Möhrchen zu knabbern. Um sozusagen dann die schlechte, vermeintlich schlechte, vielleicht findest du es ja auch super schön, Kartoffelchips vor dem Fernseher zu essen, weil dir das ein Gefühl von Lebensfreude gibt, was auch immer. Aber wenn du es verändern willst, ne, dann nützt es nichts, gar nichts zu tun, sondern du musst was anderes tun. Ja, du kannst dir das so vorstellen, dass du so ein Wackglas oder Wegglas oder ich sag mal einen großen Pott mit 1-Euro-Stücken hast. Und jedes Mal, wenn du einen Glaubenssatz wegmachst, nimmst du ein Euro-Stück raus. Und irgendwann ist das Glas leer. Und jetzt könnten einige sagen, ja, das ist doch toll. Und ich sage dir, nie. Die Natur sagt, das ist Blödsinn, weil es muss immer ausgeglichen sein. Da, wo du etwas wegnimmst, das ist, kennst du ja den Spruch, ne? Da, wo etwas stirbt, beginnt auch wieder etwas zu leben. Und diese Weisheiten kannst du tatsächlich auch super aufs Leben ansetzen. Also dann, wenn du einen Glaubenssatz wegnimmst, wirst du ganz automatisch im Gehirn einen neuen Glaubenssatz bilden. Also solltest du das ja mit jemandem machen, der mit dir einen guten Glaubenssatz bildet, damit du dich an den gewöhnst. Denn an den anderen gewöhnst du dich sofort und der schleicht sich auch so rein. Den merkst du gar nicht. Das Ja? ist so das Gefährliche daran, ne? Dass wir, und du hast vorhin diesen schönen Begriff Achtsamkeit gesagt, dass wir ja ganz viel von dem, was wir glauben, was wir denken, was wir sind, nicht hinterfragen, weil wir es als gegeben hinnehmen. Ist ja schon immer so. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich in meinem Podcast schon mal erwähnt. Eine Klientin von mir hat diesen Satz aus ihrer Kindheit: Räum erst mal auf. Sie ist heute über 60 Jahre alt und es ist immer noch bei allem, was sie tut, diese Hinterfragung, darf ich mir das erlauben oder muss ich erst was Sinnvolles tun? Ne? Und das ist so krass. Und so behindernd auch. Ne? Ich hatte gerade auch ein schönes Beispiel, ist mir gerade entfallen. Super. Zum Thema Gewohnheiten und Glaubenssätze. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein, dann werdet ihr das merken. Diese Gewohnheiten, die wir an den Tag legen, woran wir uns so schnell gewöhnen, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe mich so schnell dran gewöhnt, ganz ehrlich, nach der OP, die ich hatte, an die Krücken, dass ich oder wie ich ins Bett einsteige, also ne, krankes Bein als erstes und solche Sachen. Und ich habe mich so schnell daran gewöhnt, dass ich das mache. Das ging ratzfatz. Und du kannst dir vorstellen, das machen wir immer bei allem. Absolut. Ja. Mir geht es jetzt immer so wirklich tatsächlich. Im Augenblick braucht man ja glücklicherweise außer im öffentlichen Nahverkehr keine Masken zu tragen. Und jedes Mal, wenn ich, insbesondere bei der Tankstelle ist es so, wenn ich in den Tankstellen-Shop reingehe, erschricke ich erstmal einen kurzen Moment, weil ich denke, ich habe vergessen, meine Maske aufzusetzen. Hallo, ich habe über 50 Jahre lang keine Maske getragen, dann habe ich mal für eine Saison oder zwei Maske tragen müssen und in meinem Kopf ist es verankert, dass ich zusammenzucke im Sinne von, huch, ich müsste ja hier eigentlich eine Maske aufsetzen. Muss ich nicht. Aber das ist irre, wie schnell das tatsächlich geht, dass wir in unserem Kopf etwas etablieren, was dann plötzlich als gegeben dargestellt wird. Ja. Aber ich denke immer noch drüber nach, was ich eben vergessen habe. Das kann doch nicht sein. Ja, aber das passiert nun mal auch. Und
dieses dran gewöhnen, dieses auch an die eigenen Gedanken und eigenen Gefühle. Ich kenne Menschen, die haben sich daran gewöhnt, sich schlecht zu fühlen. Mhm. Und ich meine, wir beide reden jetzt hier für jeden Menschen, der da draußen unterwegs ist. Und ganz im Ernst, auch wenn du Geschäftsführer bist oder du bist Unternehmer, Unternehmerin oder du willst dich selbstständig machen, du solltest dir ganz klar mal die Frage stellen, woran habe ich mich gewöhnt? Ich kenne Unternehmen, die haben eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern. Da hat der Chef sich dran gewöhnt, dass er eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern hat. Okay, ist ja bis jetzt auch immer gut gegangen. Ja, die Kölner werden nicken, ja. Und ja, ist immer gut gegangen. Was er nicht sieht, ist, dass er auf so heißen Kohlen sehr langsam geht. Mhm. Ja? Und das ist halt, es müssen im Moment nur zwei Leute ausfallen aus in dem Unternehmen, dann kann der abschließen. Dann schließt der ab. Ja? Und er hat sich halt so dran gewöhnt, dass, und er sagt, ja, ich kommuniziere nicht gut. Ja, er weiß sogar. Ja, viele von euch wissen auch von euren, ich sag mal, Mängeln, weil das wissen wir ja meistens ganz gut, woran wir wirklich schlecht sind. Ja, daran gewöhnen wir uns irgendwie nicht. Also wir gewöhnen uns schon daran, dass wir es haben, aber das können wir immer sofort benennen. Benennen, worin wir wirklich gut sind und was für tolle Menschen sind, ist manchmal so eine Sache. Aber der hat sich so daran gewöhnt, dass er auch fast beratungsresistent geworden ist. Mhm. Und ich möchte dich, der da draußen zuhört, wirklich davor warnen, beratungsresistent zu werden. Daran kann man sich nämlich auch gewöhnen. Und dann ist wieder eine Sackgasse, eine riesengroße. Also eins ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. An Gewohnheiten an sich ist nichts Schlechtes. Die Neurowissenschaftler sagen, 30-40% dessen, was wir tun, sind Gewohnheiten. Ich würde mal behaupten, es ist noch deutlich mehr. Und es hilft uns natürlich auch in der Komplexität dieser Welt zu überleben. Weil, ne, also es gibt einfach so Dinge, die geben uns Halt, die geben uns Sicherheit und die brauchen wir, um, ja, um eben ein entspanntes Leben führen zu können, wo du dich eben nicht permanent hinterfragst, also in welcher Reihenfolge mache ich denn jetzt was? Keine Frage, ne? Darum geht es nicht. Auf der anderen Seite, wir hatten in unserem Vorgespräch mal kurz dieses Thema Sisyphus. Der arme Kerl wurde bestraft und musste sozusagen einen Felsblock, einen steilen Hang hochrollen. Und jedes Mal, kurz bevor er den Gipfel erreicht hat, ist ihm dieser Block wieder entglitten und der ganze Spaß ging wieder von vorne los. Und da kann man sich jetzt dann auch die Frage stellen, warum hat er das eigentlich gemacht? Hat er sich daran gewöhnt, dass er keinen Erfolg hat und fängt dann immer wieder von vorne an? Dann sind wir genau bei dem Kunden, von dem du gerade gesprochen hast, der sich daran gewöhnt hat, dass die Menschen ja sowieso weglaufen. Und das nennt man Sisyphusarbeit. Und das sind die Dinge, die wir hinterfragen dürfen. Und es ist übrigens genau das Gleiche wie sich selber unter Stress setzen, weil wir wissen ja mittlerweile, du darfst natürlich solche Sachen immer googeln. Ne? Wir wissen, dass Stress Auslöser für wirklich viele, 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 viele Krankheiten ist. Von Neurodermitis über Herzinfarkte, über Krebs, über Depressionen, über, ja, das wissen wir alle übrigens, das wissen wir. Da gucken wir auch nicht, wir haben uns aber dran gewöhnt, da nicht hinzugucken, gerade bei Stress, denn mir ist gerade ein schönes Sache. Kennst du das auch? Ich habe das ganz häufig in Gesprächen mit Kollegen oder Leuten, die ich so treffe oder so. Also ich mache ja immer kurz vor knapp alles fertig. Ja? Und dann kommt die nächste Aussage, die dazukommt und es fällt den Menschen gar nicht mehr aus, wie schlimm oder was sie da gerade sagen. Unter Druck arbeite ich am besten. Und dann frage ich immer und sage, unter Druck arbeitest du am besten, das ist ja cool, kann ich nächstes Mal meinen Rohrstock mitbringen, wenn du was für mich tust? Wieso Rohrstock? Ja, ich sage, dann hau ich dir ein paar runter. Ja, wie, du haust mir ein paar runter? Ja, ich hau dir ein paar runter, du arbeitest doch unter Druck, arbeitest du doch richtig gut. Ja, also wenn du demnächst bei mir im Garten arbeitest, was machst, weil ich mich gerade nicht knien kann, komm ich mit dem Rohrstock und hau dir ab und zu mal einen rüber, damit du unter Druck besser arbeitest. Was hältst du denn davon? Und dann fragen nämlich alle, ob ich doch alle Tasten im Schrank habe. Und die Frage gebe ich immer gerne zurück. Sehr gerne.
Denn wer gewöhnt sich denn daran, unter Druck, unter Stress zu arbeiten? Ich. Also, ich auch. Ja, nee, eben nicht. Also, nochmal. Wie gesund oder wie intelligent ist das denn? Wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, wie intelligent ist das denn? Mensch, Jan, ich muss mein Leben überdenken. Ich arbeite unter Druck am besten. Frag mich. Du, wir müssen jetzt auch aufhören. Ich muss zur Post rein. Also, das ist gut. Na, ich ziehe mir den Schuh ja selber an. Also im Moment am rechten Bein. Aber ich ziehe mir den Schuh tatsächlich selber an. Denn auch daran habe ich mich gewöhnt. Ich gehöre auch zu den Leuten, die unter Druck toll arbeiten. Nur mittlerweile kapiere ich das und schaffe es immer besser, diesen Druck von mir zu nehmen, indem ich es eher mache. Und das ist so schwierig. Ich wollte gerade sagen, wie gelingt dir das? Schwierig. Und ich bin froh, dass ich so ein, zwei Leute habe bei einigen Aufgaben, die mich darin unterstützen, dass ich es eher mache. Ja? Und so dementsprechend, weißt du, Gewohnheiten, das kann wie eine Sucht sein, daran festzuhalten. Und wenn wir eine Sucht bekämpfen oder davon loskommen wollen, und ich sage das jetzt mit den Worten wirklich so, ja, also bekämpfen, ich weiß, das ist jetzt, also es ist ja meistens etwas, geht ja meistens nicht besonders friedlich von sich. Das wollen wir nicht. Das tut weh. Und das es wird Entzugserscheinungen haben. Und ich sag's dir, ja, ich will es auch nicht. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich suche mir aber Leute, die mir helfen. Weil ich weiß, wie doof ich bin. Ja? Und ich weiß auf der anderen Seite, wie intelligent ich bin, was für ein toller Mensch ich bin. Und ich sage, passt diese Angewohnheit zu diesem tollen Menschen? Und ich sage, nein. Die passt da überhaupt nicht zu. Also darf ich sie ablegen. Was schätzen du, wie lange es dauert, dass man eine Gewohnheit verändert, dass man eine neue Gewohnheit etabliert? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Aussagen. Wow, also ich meine, wenn du dich einlässt, wenn du wirklich Bock darauf hast, intensiv das machst, würde ich sagen, wenn wir über ein Coaching reden, 12 Stunden, 12 bis 15 Stunden, wenn du dich einlässt. Ja, in einem Zeitraum von? Alle 14 Tage. Da sind wir jetzt bei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommst du an. Das sind alle 14 Tage, ein Monat sind 2, 7 Monate, also 6 Monate. Oh wow, das ist ganz schön lang. Weil ja. Ich habe mal Studien gegoogelt. Du weißt ja, ich bin ja so studienaffin, ne? Ja, und, bitte. Genau, also man hat ja früher mal gesagt, dass es so diese 21-Tage-Regel gibt, ne? Dass man also, dass es 21 Tage dauert, bis es eine Gewohnheit sich verfestigt. Man hat aber mittlerweile herausgefunden, dass das ein absoluter Mythos ist, weil das seinen Ursprung in einer ganz anderen Geschichte gehabt hat. Und zwar hat in den 50er Jahren ein amerikanischer Schönheitschirurg eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Der hat seinen Patienten die Nase korrigiert und es hat 21 Tage gedauert, bis man sich an das neue Gesicht gewöhnt hat. Und daraus ist geschlussfolgert worden, es braucht 3 Wochen, Branche, um sich an die neue Situation anzupassen. So. Und da gab es also gar keine empirischen Studien zu irgendwas, sondern einer hat gesagt, es dauert 3 Wochen, bis du dich an deine neue Nase gewöhnst. Und schon hat jeder geglaubt, ne, da sind wir wieder bei diesen Glaubenssätzen, hey, es dauert 3 Wochen, bis man sich an eine neue Situation anpasst. Oh, in der Zwischenzeit gibt es da also verlässliche Studien dazu und man sagt, im Durchschnitt brauchen Menschen 66 Tage, bis die neue Gewohnheit automatisiert ist. Aber auch da gibt es ganz große Unterschiede. Es gibt Menschen, die brauchen 18 Tage, gibt Menschen, die brauchen über 200. Woran liegt es? Einfach daran, wie oft du etwas machst, was du da tust. Es geht nicht um die Dauer, sondern es geht wirklich darum, wie oft mache ich das? Wie oft hinterfrage ich das und wie oft esse ich dann lieber Möhrchen statt Kartoffelchips, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben. Und da hoffe ich, dass es irgendwann empirische Studien gibt, die mich da unterstützen. Du musst die Dinge einfach 10.000 Mal gemacht haben. Und deswegen sage ich auch, Coaching halbes Jahr, weil natürlich kriegst du eine intensive Geschichte, wenn du mit uns beiden oder mit uns alleine da sitzt in der Stunde. Wir können auch einen Tag arbeiten, dann wird es richtig intensiv. Aber du kriegst ihn halt einmal. Ja? Und dann gehst du weg und dann kommen deine Mails, dann musst du einkaufen, dann ist hier was kaputt oder du zockst oder was auch immer. Ja, und dann machst du
oder etablierst du ja deine neue Gewohnheit nicht. Oder deine neue Denkweise nicht und deine neue Verhaltensweise nicht. So, dementsprechend sage ich, wenn du es wirklich willst, geht das natürlich auch eher. Da kann man sich nämlich jede Woche einmal sehen. Ja, hast du in 3 Monaten geschafft. Aber auch nur, wenn du dich einlässt. Und das ist halt die Geschichte, wir können nie sagen, das ist so einfach oder das ist so schwer. Es liegt nämlich immer an dir und deiner Bereitschaft, zu sagen, das ist das beste Bild meiner selbst und passen meine Gewohnheiten und Denkweisen dazu, und wenn nicht, dann darf ich die ablegen. Und dann geht es um deine Energie, wie stark willst du es wirklich? Na, ich weiß nicht, habe ich hier in der die Geschichte schon erzählt mit den Gewohnheiten und den Leuten, die die mich gefragt haben, Jan, kannst du mich zum Millionär machen? Und ich habe gesagt, ja, brauchen wir ein Jahr, bist du Millionär? Und die gesagt haben, boah, wie geil ist das denn? Ein Jahr und dann bin ich Millionär. Sag ich, ja, ja. Oh ja, erzähl ich auch. Ja, habe ich, also alle möglichen Taxifahrern, unterschiedlichsten Menschen, die ich begegnet bin, mit denen habe ich darüber geredet und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, ist ja verkehrt. Das übrigens, das ist das, was mir, oh super, was mir einfällt, was ich eben gesagt habe, woran wir uns gewöhnen, ne? Dass wir unsere Jobs in unsere Individualität mit einbauen. Wer bist du? Ich bin Coach. Nein, bist du nicht. Du arbeitest als Coach. Du arbeitest als Rechtsanwalt. Du arbeitest als Sachbearbeiter, Friseur, Friseurin und so weiter. Du bist das nicht. Das ist fatal. Das hat nämlich was mit deiner Individualität zu tun. Und wenn das wegfällt, bist du nicht mehr. Einfach, aber das ist vielleicht ein anderes Thema von einem Podcast. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Behalt das mal im Kopf, da würde ich nämlich ganz gerne, wenn du mit deinen Ausführungen fertig bist, noch was dazu sagen. Ja. Mhm. So, also, mit denen habe ich mich unterhalten. So, wir kommen wieder zurück. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite als Coach in Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze machen, Leute in ihren Erfolg bringen. Und dann haben die zu mir gesagt, boah, also Millionär, kannst du mich zum Millionär machen? Ja, kann ich machen. Ein Jahr brauche ich. Wie ein Jahr? Ja, es hat 12 Monate. Oh, das ist ja geil. Ja, so, können wir sofort anfangen. Ja, okay. Ich sage, ich brauche nur eine einzige Sache von dir. Ich sage, ich will auch kein Geld von dir. Ich will hinterher, wenn du der Millionär bist, möchte ich 20% haben. Ja, von der Million arbeite ich gern für dich, weil wir beide arbeiten jeden Tag ein Jahr lang. Und dann fangen die Leute schon an zu gucken. Jeden Tag mit mir ein Jahr. Okay. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich gerne, dass du mir noch 2 DIN-A4-Seiten vollschreibst auf die Dinge und die Menschen, auf die du in diesem Jahr verzichten möchtest. Ein Urlaub, viel Schlaf verzichten, Freunde verzichten, soziale Kontakte in gewissen Bereichen verzichten und so weiter. Viel dazu, ja, faul sein, verzichten, ein Jahr richtig durchpowern. 2 DIN-A4-Seiten voll. Möchte ich gern haben. Rate mal, wie viele Leute gesagt haben, okay, wir machen das. Keiner? Genau. Ja, ganz genau. Ja, auch ein bisschen Harakiri, ne? Ja, Harakiri ist so eine Sache. Worauf sollst du verzichten? Du sollst auf eine Menge Gewohnheiten von dir verzichten. Ja? Und das ist halt genau das, die große Herausforderung für viele, viele Menschen, hinzugehen und sagen, ich möchte ein Ziel erreichen, möchte aber meine Gewohnheiten beibehalten. Mhm. Und ich bin ein Freund des Uns und ich bin ein Freund, der sagt, ja, viele Gewohnheiten kannst du gerne auch behalten, brauchst du gar nicht wegmachen. Ja, das kommt immer darauf an, was für ein Ziel du hast und was bist du bereit zu tun. Das Spannende an der Sache ist, mal angenommen, der Taxifahrer hätte gesagt, mach mich zum Millionär und hätte das alles mit dir durchstanden und hätte die Millionen gehabt. Das ist ja auch so spannend. Wie lange wäre es denn schön für ihn gewesen? Weil der gewöhnt sich ja auch an diese Millionen. Ne? Da gibt es ja auch diese Studien mit Lottogewinnern, ne? Dass sie spätestens nach 2 Jahren war es aus mit der Herrlichkeit, weil wir uns auch daran gewöhnen, dass wir dann plötzlich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben. Also dazu sage ich, dass ich ihn natürlich darauf vorbereiten würde, dass er damit umgeht auch. Mhm. Ja, so, das ist nämlich genau das, was in so einem Weg auch mit eingeht. Sonst bräuchte es ja kein Coach. Ja, sondern es macht nur, es geht ja gar nicht um diese Gewohnheit an die Millionen. Es geht darum zu sagen,
weil ich kann mich natürlich an schöne Sachen gewöhnen, aber auch da, ja, hat mich mal jemand gefragt, Jan, kennst du das Geheimnis einer guten Beziehung? Jetzt bin ich kein Beziehungscoach und ich bin jetzt auch schon recht lange, ich sag mal, solo. Also ich bin jetzt nicht so der Beziehungsfachmann dahingehend. Ich kann da nur von einer Emotion, die ich in Worte bringe, reden. Es ist das, dass ich mich jeden Morgen in den Menschen neu verliebe, der rechts oder links neben mir liegt. Jeden Morgen. So. Oh. Egal, was war. Hatten wir gestern einen Streit, verliebe ich mich heute. Und das meine ich so. Ja, und nicht diesen kleinen Ego-Scheiß mit, nee, hey, gestern hast du das gesagt. Nee. Ja, sondern einfach mal hinzugehen und sagen, warum bin ich mit diesem Menschen zusammengekommen? Worin habe ich mich verliebt? Und das vielleicht auch mal wieder äußern. Kennst du nämlich auch, dass viele sagen, ach, ich habe mich in einen ganz anderen Menschen verliebt. Ja, hast du. Der hat sich nämlich weiterentwickelt. Und wenn du nicht kommunizierst, was du an ihm liebst, verändert er es vielleicht, weil er es gerade gar nicht so sieht. Ja. Ach, das ist eine schöne Metapher, so darüber nachzudenken, so sich jeden Morgen wieder neu zu verlieben neben dem Menschen, der neben einem liegt. Überleg mal, du gewöhnst dich daran. Mhm. Wie toll das ist. Oh ja. Ja? Ja, das ist ja auch was, ne? Einfach mal so in sich hineinzuspüren, was wäre denn, wenn ich mir Gewohnheiten angewöhne, die mich lebendig machen, die mich fröhlich machen, die mich entspannen, die mein Leben lebenswerter machen. Ja, und die ich dann auch bitte beibehalte, egal was kommt in meinem Leben. Sehr schön. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Ich bin Coach, weil ich da gerade so den totalen Aha-Moment hatte für mich. Also das ist ja, du machst ja auch immer mit mir ein Coaching während dieser Podcasts, ne? Also das hatten wir ja immer schon mal, weil über dieses Ich bin Coach, das ist ja auch eine Gewohnheit, die ich in mir etabliert habe, ne? Ich bin der Coach, ne? Mir geht es darum, dass es Menschen besser geht und insofern bin ich da zu 100% dazu da. Und deswegen unterscheide ich es nicht mehr zwischen meiner Arbeitszeit, wo ich für meine Klienten und Teilnehmer da bin, und meiner privaten Lebenszeit, wo ich natürlich auch für all die anderen wunderbaren Menschen da bin und mich manchmal darüber wundere, warum die mich nicht fragen, wie es mir geht, weil ich gehe aus meiner Rolle gar nicht mehr raus. Und insofern kann das was total Entlastendes sein für alle, die da draußen, denen es genauso sind, die Arzt sind, die Psychologe sind, die welche Berufe auch immer mir da gerade nicht einfallen, es mal zu hinterfragen, bist du es tatsächlich 24 Stunden am Tag oder gibt es einen Teilbereich in deinem Leben, wo du das, was du machst, ausführst und zwar gut? Und ich gebe dir eine kleine Krücke, haha, der Mann, der aus der Reha kommt, ich gebe dir eine kleine Krücke, mit. Ich habe mir Folgendes überlegt oder ich habe mir Folgendes angewöhnt zu denken auch. Coaching ist ein Tool, mein Handwerkszeug. Wenn ich mein Ziel, Menschen glücklicher zu machen oder sie in ihren Erfolg zu bringen, damit auch erreiche, dass ich Hand auflege, werde ich das tun. Ja, dann werde ich nicht mehr coachen. Und das ist mein Ziel. Ja, wenn ich Und bei dir auch, wenn du Anwalt bist und du sagst, ich bin das geworden, weil ich Gerechtigkeit will. Wenn du dein Ziel mit Gerechtigkeit durch Hand auflegen, bleib mal dabei, erreichst, wirst du das tun. Und dann bist du kein Anwalt mehr. Das hat nichts mit deiner Individualität zu tun. Mit dir als Mensch, als Wesen, als Seele hat das nichts zu tun. Alles, was du da draußen machst, ist ein Handwerkszeug. Sehr schön. Ach, wunderbar. Es macht immer wieder große Freude, mit dir zu sprechen, weil also auch ich immer wieder was für mich mitnehme. Was haben wir denn heute gehabt? Wir haben gesagt, hey, man gewöhnt sich so schnell an neue Dinge und es macht allen Sinn der Welt, mal zu hinterfragen, wie sinnvoll ist das denn, was ich mir da angewöhnt habe? Was macht es mit mir? Und fördert es mich oder hemmt es mich eher in meinem Leben? Und wenn ich feststelle, es sind Gewohnheiten, die mich deutlich hemmen, der Mensch zu sein, der ich eigentlich sein will, dann überleg dir neue Gewohnheiten, etabliere sie in deinem Leben. Und zwar, indem du sie sehr, sehr häufig machst. Das geht also sozusagen um den Grad der Zahl
wie oft man etwas macht und nicht wie lange man etwas macht. Und wenn du mal so einen Blick von außen brauchst im Sinne von, hey, was ist denn da alles so Wertvolles an mir und hey, was gilt es denn mal zu hinterfragen, dann such dir einen Coach. Und zwar einer, der kein Coach ist, sondern der als Coach tätig ist. Und von mir noch eine Geschichte, die Yvonne gerade gewohnheitsmäßig wirklich auch so schön formuliert hat, die ich allerdings nochmal herauspicken möchte. Es geht immer darum, wer willst du sein und nicht, wer willst jemand anders, dass du bist, sein. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja? Und dementsprechend wünsche ich dir heute totale Beobachtungsgabe. Und zwar radikale Ehrlichkeit in der Form zu sagen, ist das eigentlich intelligent, was ich mache, oder total dämlich? Und bei total dämlich kannst du Abstufung machen mit, kann ich leben mit oder will ich verändern? Ich finde, das ist einer der einfachsten Ansätze, um Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ja, dem ist nichts zu ergänzen, außer willst du Sisyphus sein oder eben auch nicht? Und wenn nicht, tu was. Einen schönen Tag und bis Ende November. Oh mein Gott. Wenn es wieder heißt. Letzter Samstag im Monat.